So, Halli, hallo, Hallöchen, Rufi hier, nice to see you again. Ja, ihr seht hier den tödlichen Natter von Marokkazo. Das hat ein Weilchen gedauert, bis ich den hier jetzt endlich auspacke. Ganz einfach, ich hab's vergessen. Ich hab den schon ewig hier rumliegen. Und jetzt komme ich endlich mal dazu, euch das Teil hier zu zeigen. Falls ihr euch für die ganze Serie interessiert, dann schaut mal in meinen Playlists. Da findet ihr auch eine Liste mit Marokkazo. Und da findet ihr die ganzen anderen Drachen, die hier zu dieser Serie gehören. Ja, hier, unser Sturmpfeilchen kommt in einem ganz einfachen Beutelchen. Hier mit Aufhängung kann man ganz einfach hier aufmachen. Und die Figur hier rausnehmen. Es ist nicht mal ein Etikett dran. Normalerweise macht Marokkazo ja immer Etiketten dran. Hier ist es nicht der Fall, obwohl ich das Ding hier komplett funkelnagelneu bekommen habe. Mir ist das relativ egal, aber einige Sammler legen da ja tierisch Wert drauf. So, was haben wir hier denn für zwei weiße Punkte? Gehören die dahin? Hm, wahrscheinlich schon. Wie auch immer, also schaut es euch an. Was fällt uns auf, dieser wahnsinnige Blick? Ich weiß ja nicht so richtig. Ja, vielleicht hat der Modelleur, der sich vielleicht nicht ganz so mit der Serie auskennt, den tödlichen Natter und den wahnsinnigen Zipper durcheinander gebracht. Denn das hier sieht mir eigentlich aus wie ein wahnsinniger Natter. Denn schaut euch den Blick an. Alter, ist der krass. Aber toter Winkel, schaut euch das an. Toter Winkel mit Staubhaar auf dem Horn. So, das ist weg, alles klar. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn sind auch wirklich die Details, denn boah, guckt euch nur die Zeichnung hier auf den Flügeln an. Das ist Wahnsinn. Also ich habe selten so eine geile Sturmpfeil gesehen. Ganz ehrlich, Leute, selten. Denn die Farben sind hier wirklich der Hammer. Also wenn wir jetzt hier gerade mal hier mit den Flügeln anfangen. Wir haben hier einen Rotverlauf drin und diese Punkte, diese blau-gelben Flecken, die wurden hier definitiv, ich denke mal, mit Siebdruck aufgedruckt. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass da jemand dran saß und das Ding draufgemalt hat. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber ich frage mich wieder, wie es funktionieren soll mit einem Siebdruck. Denn schaut mal, die Farbe läuft hier bis in die Spitzen von den Flügeln rein. Hammer, oder ist vielleicht doch ein Tampondruck? Ich kann es euch nicht sagen, ehrlich. Ich glaube aber nicht, dass es mit Hand drauf gemalt wurde. Definitiv nicht. Also das wäre viel zu aufwendig und schaut euch das nur an. Ist das nicht der reine Wahnsinn? Also das hat mich schon geflasht, als ich die Figur zum ersten Mal gesehen habe. Wirklich, ich dachte auch, das sei die allererste Ausgabe von Sturmpfeil, nur eben anders bemalt. Aber es ist tatsächlich ein komplett neues Modell. Wie schon gesagt, schaut in die Playlist mit den Marokkazo-Figuren rein, hier auf meinem Kanal. Dann findet ihr die anderen Modelle von Marokkazo zu Drachenzähmen leicht gemacht 2. Also, Flügel, der reine Wahnsinn. Ich habe noch nie so geil bemalte Sturmpfeilflügel gesehen wie hier in diesem Modell. Die Unterseite hat man natürlich nicht so krass bemalt, aber auch hier haben wir einen schönen Farbverlauf drin. Dieses Braun in dieses Hell. Ich denke mal, das ist auch einfach das Material, in dem Sturmpfeilchen hier gegossen wurde. Der Rest hier wurde tatsächlich mit Blau und Braun betupft. Schaut euch das nur an. Ihr wisst ja, ich sage es jetzt gleich, weil mir es dazu einfällt, ihr müsst bei Marokkazo-Figuren wirklich aufpassen, wenn ihr mitspielt, denn die wurden aus zigtausend Teilen zusammenmontiert und die Montageteile, die sind teilweise so knapp angeklebt, angebracht, dass euch die relativ schnell abbrechen können. Also in meinen Augen definitiv keine Spielzeugfigur, sondern eher eine Aufstellfigur. Boah, wobei, wenn ich jetzt hier die Fußunterseiten sehe, dann wurde das eher in einem Dunkelbraun gegossen. Kann das sein? Wurde vielleicht das Helle hier aufgesprüht oder aufgemalt? Das kann schon sein. Aber es ist schon klasse gemacht, echt, Leute. Ich bin tierisch geflasht von diesem Teilchen hier. Also, die beiden Flügel wurden anmontiert. Hier, die Stacheln am Hinterkopf wurden anmontiert. Der obere Teil des Kopfes wurde
anmontiert. Sonst noch irgendwas? Nein, die Füße bzw. die Beine, die Schenkel wurden tatsächlich mitgegossen, auch der Unterkiefer, ich denke mal, die Flügel, die Hörner und auch das Oberteil vom Kopf wurden hier anmontiert. Nein, die Füßchen wurden auch noch dran gesteckt. Könnt ihr sehen? Man sieht hier tatsächlich eine Trennung. Okay, also super betupft, schaut es euch an. Ne? Ihr seht hier auch an den Beinen eine Maserung, die durchgeht wirklich bis auf den Körper. Und ihr seht hier die vielen, vielen kleinen Schuppen. Und hier geht es dann auch schon in die Stacheln von Sturmpfeil über. Die Stacheln haben sie angelegt, haben sie nicht aufgestellt. Das wäre natürlich auch mega krass gewesen, aber schön deutlich zu sehen hier diese wirklich langen, deutlichen Stacheln, die sich durchziehen bis zum Schwanzende. Schön blau-gelb getrennt. Ach, so toll der Übergang von den Flügeln. Dieses Rot in dieses Braun, das ist so toll. Und dann die blauen Flecken. Wahnsinn, Leute, wenn ihr die Figur kriegt, holt sie euch. Toll, kriegt sie momentan wirklich noch überall. Ja, dann dieser Blick, ne? Ich sag ja, total wahnsinnig, wenn ihr mich fragt. Hammer, die Augen sauber reingemalt, die Zähne hier wirklich einzeln modelliert. Ihr seht schon, hammermäßig, die hat man dann weiß bemalt. Den Rachenbereich komplett rot, oben und unten. Oben hat man übrigens keine extra irgendwie Gaumenmaserung rein modelliert. Die Zunge wurde jetzt auch nicht großartig dargestellt, aber ist schon absolut okay. Die Details drumherum sind der Wahnsinn. Genauso wie dieser Blick. Ich kriege mich nicht mehr ein. Also ihr seht schon, die Augen sehr schön, sehr klar bemalt. Keine extra Lichtpunkte gesetzt, ist aber halb so wild. Dafür hat er wirklich den echten toten Winkel. Klasse. Allerdings fehlt mir ein bisschen der Unterbiss. Also dieses Maul sieht so aus, wie wenn es tatsächlich perfekt geschlossen wäre. Wenn sie denn ihr Maul schließen könnte, dann gefällt mir auch sehr gut dieses rostbraune oder rote Bemalung um die Augen, um die schwarzen Nasenlöcher. Dann hier auch ein Übergang in das Horn hier auf dem Schädel. Klasse gemacht, auch dass das Maul hier ringsum nochmal dunkelbraun ist und hier unten erst das Weiß anfängt, finde ich großartig. Ich sage ja, Bemalung ist der Hammer. Was ich nicht so großartig finde, sondern eher ein bisschen strange, sind tatsächlich die Stacheln, ja, die hier irgendwie so boah, ganz komisch angebracht wurden. Ne? Ihr wisst ja, bei Sturmpfeil stehen die Stacheln hier ja so richtig ab. Und das ist auch nicht ein Teil, ne? Das wundert mich. Die Stacheln sind tatsächlich einzeln, ja, sind aber irgendwie so eng, liegen so eng an, dass es aussieht, als ob das so nach hinten gekämmt wäre. Ne? Also das ist leider Gottes nicht so gelungen, aber mal von Drachenzähmen abgesehen, sieht es klasse aus an dieser Figur. Ne? Und ihr seht schon, nicht irgendwie. Ecken, wo nichts bemalt wurde, ganz sauber dieses Muster durchgezogen, bis an die Hörner dran. Und auch die Montagestelle, ne, wisst ihr, die Oberseite hier ist anmontiert, fällt nicht wirklich auf, beziehungsweise stört überhaupt 0,0. Toll ist auch dieser Farbverlauf in den Hörnern drin, von dem Orange oder Braun ins Gelb rein. Und dieses bisschen, ja, dreckig, schmutzig anwirkende steht dem Drachen auch wirklich sehr, sehr gut. Hier an der Brust auch noch ein paar Fleckchen hier drauf gebrusht. Auch der Übergang vom Hals zum Kopf ebenfalls noch so ein brauner Streifen hingebrusht. Klasse gemacht. Also Leutchen, wenn ihr mich fragt, Hammerfigur. So, die Zehen unten, die Krallen, die hat man einfach braun gelassen. Die hat man jetzt nicht weiter extra schwarz oder hell bemalt. Das hat man gelassen. Aber tut dem ganzen Ding 0,0 Abbruch. Wie schon gesagt, ich finde es einfach nur fantastisch. Passt toll zu den anderen Figuren der Serie. Und wirklich, ja, was soll ich sagen? Da stören mich nicht mal die beiden Flecken hier. Auf dem Hinterteil, ob das jetzt gewollt ist oder Zufall, ich kann es euch nicht sagen. Hier ist nämlich auch noch so ein kleiner Flecken. Könnt ihr sehen? Am Hals und hier am Popöchen von unserer Sturmpfeil. Ist ja eine Dame. Boah, die Flügel, ich kann mich nicht satt sehen an diesen Burner-mäßigen Flügeln. Hammer. Leute, was ein geiles Modell und was ein Abschluss für 2016 mit diesen Marukatsu-Drachen. Ich glaube nicht, dass noch weitere dieses Jahr erscheinen werden.
Wir haben hier sogar den Stempel Copyright 2015 DreamWorks Animation LLC. Marukatsu SP. Wundert euch nicht über dieses SP zum Schluss. Das steht für Spanien. So, und für alle, die nicht genug von dieser Figur kriegen können, für die stelle ich das ganze Ding hier nochmal auf meinen kleinen Drehteller und dann könnt ihr es euch nochmal in Ruhe anschauen. Also wirklich ein fantastisches Modell. Ich kann es jedem nur empfehlen, auch wenn es wirklich eine extrem krasse Figur von Sturmpfeilchen ist. Wobei, es steht ja nicht Sturmpfeil bei der Figur, sondern tatsächlich tödlicher Natter. Also von dem her ist es schon okay. Also ich hoffe, dass Marukatsu auch nächstes Jahr vielleicht noch ein paar Figuren zu der Serie macht. Wäre wirklich wünschenswert, würde mich tierisch freuen. Denn die Figuren dieses Jahr zur Serie war schon echt toll. Also die waren wirklich toll. Auch die kann ich jedem Sammler nur empfehlen und ans Herz legen. So, was haben wir denn für eine Größe? Ja, sie steht sogar, sollte man gar nicht glauben. Meterstab, wo habe ich den? Da habe ich ihn. Okay. So, Sturmpfeilchen hat eine Höhe von, ich würde mal sagen, so 7 cm und eine Länge von etwa 11 cm. Denn der Schweif ist ja hinten noch ein bisschen gebogen. Also, ganz klasse, stelle ich hier jetzt gleich auf den Drehteller, könnt ihr es euch nochmal anschauen. Ja, meinen Segen kriegt das Ding. Super natter Figur. Auch wenn er oder sie hier wirklich extrem wahnsinnig guckt oder komplett durchgeknallt ist, ja. Aber dank der vielen hammermäßigen Details, schaut euch nur die Schuppen überall an. Auch das wieder ein wunderschön gemachtes Modell von Marukatsu, das wirklich seinesgleichen sucht. Das muss man hier auch mal ganz klar so sagen. Alles klar, ihr Lieben. Das war's von mir, das war's von eurem Rupi. Bis dann. Ciao, tschüsschen. Und jetzt noch viel Spaß bei der 360-Grad-Ansicht. Yay! Yeah.